Aber wir haben jetzt einen, der es entscheiden könnte. Und zwar freuen wir uns, dass eine Woche nach dem WM-Triumph von Brasilien wir ihn im Urlaub erreichen und er hoffentlich jetzt da ist, wie verabredet. Wenn, dann müssen wir ihn jetzt hören. Joachim Löw, hallo? Ja, schönen guten Abend nach Dortmund. Der Weltmeistertrainer. Guten Abend, Joachim Löw. Wir erwischen Sie, Herr Löw, im Urlaub in Österreich, richtig? Ja, es ist richtig. Es war also wichtig, nach diesen extrem anstrengenden Wochen in Brasilien mal abzuschalten, wegzukommen. Auch vom Fußball. Die Weltmeisterschaft hat ja nicht nur die Spieler, auch uns Trainer enorm belastet. Herr Löw, Sie haben nach dem 1:0 gegen Argentinien gesagt, Sie haben ein tiefes Glücksgefühl empfunden. Jetzt, 8 Tage später, spüren Sie das immer noch? Ja, es ist durch unseren Sieg im Endspiel, sagen wir mal, eine große Last abgefallen, das darf ich ruhig so sagen. Es gab ja vorher, sagen wir mal, Kritik von vielen Seiten, der Druck war schon auch groß. Aber die Mannschaft hat einfach eine fantastische Leistung gezeigt und, den Pokal auch verdient gewonnen. Wir waren eine verschworene Einheit, war auch ein hartes Stück Arbeit, aber ja, ist alles gut gegangen und sind wir glücklich drüber. Sie mussten im Finale gegen Argentinien in die Verlängerung. Es gibt hier in der Region nicht wenige, die sagen, hätten Sie mehr Dortmunder Spieler in der ersten Elf gehabt, wäre das nach 90 Minuten erledigt gewesen. Haben die Kritiker alle keine Ahnung? Nee, also doch. Wir haben die Weltmeisterschaft ja im Trainerstab mit Hansi Flick und Adi Köpke ja auch analysiert. Und die sind auch zu dem Schluss gekommen, klar, mit mehr Spielern vom BVB hätten uns natürlich, sagen wir mal, die Chance noch besser gemacht. Ein Marco Reus, den kennt man, die Qualität, brauchen wir nicht extra nochmal erwähnen. Ist kein schneller Spieler, wäre der nicht verletzt gewesen, sagen wir mal, dann hätte ich den Thomas Müller gar nicht spielen lassen. Marco Reus hätte ja in seiner Form mindestens 8, 9 Tore geschossen, der Müller eben nur 5. Viele sagen auch, warum hat Manuel Neuer überhaupt gespielt? Roman Weidenfeller ist doch der viel bessere Torhüter. Gibt es dafür Gründe? Ja, Gründe, sagen wir mal, vor dem ersten Spiel gegen Portugal habe ich Roman gefragt, ob er spielen will. Er hatte gesagt, es wäre ihm lieber, wenn er sich auf die neue Saison mit dem BVB sagen wir mal, konzentrieren kann. Das wäre wichtiger. Dafür hatte ich natürlich, sagen wir mal, volles Verständnis und habe Manuel Neuer aufgestellt. Also wir haben das richtig verstanden. Sie haben Verständnis dafür, dass jemand den BVB einem Einsatz bei der WM vorzieht? Ja, absolut. Also Borussia Dortmund, das ist doch etwas Großartiges, muss man auch mal sagen. Das ist aber ein toller Verein, das Stadion, die Fans, das ist doch ein Traum, dort zu arbeiten, zu dürfen. Ein Traum auch für Sie, Herr Löw? Ja, also wenn der Jürgen mich fragt, ob ich helfen würde, sagen wir mal, ich würde sofort Ja sagen. Also für den Jürgen und Dortmund würde ich das gern tun. Ja, auch kostenlos, sagen wir mal kostenlos. Ich würde für Jürgen die Hütchen aufstellen, Trikots waschen, den Rasen mähen, ist kein Problem. Hauptsache, ich bekomme mal die Chance beim BVB. Das ist schon mal eine große Auszeichnung, auch mal dort arbeiten zu dürfen, sagen wir mal. Aber noch sind Sie Bundestrainer. Ja, doch, aber sagen wir mal, vielleicht möchte der Jürgen einfach mit mir tauschen. Das wäre eine geile Idee. Nicht zum BVB, eher zur Nationalmannschaft. Wir brauchen ja, wir haben ja auch mit Nils was besprochen, sagen wir mal, wir brauchen ja frische Wind beim BVB, also DFB heißt es ja. Ich denke, Jürgen könnte das gut. Ja, er könnte Deutschland 2016 zum Europameister machen. Und ich übernehme den BVB. Ne? Jürgen, was hältst du davon? Also mit Jogi will ich ja darüber sprechen, aber wer auch immer das ist, das wäre, glaube ich, nicht so gut für den BVB. Mir ist auf jeden Fall schon noch wichtig. Ich will auch mit deinem Hund Emma spazieren gehen. Ja, cool. Ja. Aber ich habe so in Berlin habe ich gelesen. Ich habe schon mal angerufen und Leiche gefragt, ob ihr euch aber mal vorstellen könnt, dass ich mal ein paar Tage bei euch einziehe, wenn ich zur Probe beim BVB Arbeit komme. Und sie hat Ja gesagt. Ne? Ja, heute nicht dich brauchen können. Ja. Ob der Jogi. Ja. Das wäre spannend gewesen, ob der Jogi auch so gut Kisten schleppen kann wie der Jürgen. Alle haben es mittlerweile, glaube ich, durchblickt. Das ist natürlich nicht Jogi Löw, sondern das ist Österreichs bekanntester Stimmenimitator. Herzlich willkommen heute Abend bei uns, Alex Christan. Der Applaus jetzt gehört dir. So sieht er aus. Schönen Abend und Gruß aus Dortmund. Hallo. Alex, jetzt sehen wir dein Bild hier auf der Leinwand und das Einzige, was echt war, das war ein Gespräch nach Österreich, richtig?
So ist es, komplett richtig, ja genau. Und wo wir schon mal dabei sind, der Löw ist nicht der Einzige, den du kannst, der Lothar Matthäus ist auch in deiner Nähe. Richtig, der Lothar Matthäus, natürlich stinksauer drüber, ist eine Riesensauerei, dass er nicht zu Wort kommt, der BVB, ein großer Verein, ich war selber Weltfußballer, das alles miterlebt, ich möchte auch mal hier mit Herrn Löw übersprechen, warum komme ich nicht dran? Ich bin ja einfach stinksauer drüber. Vielen Dank, Alex Christian. Schöne Grüße nach Österreich. Danke, liebe Grüße nach Dortmund. Ciao, ciao.